Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Wir sind hier immer noch im Minecrawler Nest. Das heißt, im Endeffekt ist alles wie immer. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, was die richtige Richtung war. Ah, ich erinnere mich. Ich muss mal gerade was machen. Scheiße. Fängt schon mal gut an, ich musste die Gardinen zumachen, weil sonst habe ich nichts gesehen. Es fängt gut an in den ersten 40 Sekunden, also direkt, also das ist Qualitäts-Let's Play, würde ich sagen. Na. Gut ist auch immer, wenn man denen keinen Schaden machen kann. Na. Komm schon. Stirb! Was habe ich denn noch zu essen? 109 rohes Fleisch habe ich hier. Ja, erstmal die ganzen anderen Sachen essen. Hier Brot. Jetzt ein Brot. Ich habe noch drei Leibbrot. Hier, ich habe drei Packungen Toast zu Hause stehen. Da kannst du nicht Leibbrot zu sagen. Ja, ne, der futtert sich 12 Brote da rein. Das ist natürlich, also, das Diät, würde ich sagen. Wobei ich ja irgendwie schon feststellen muss, wenn ich zum Beispiel ein Brot mal esse, ne, manchmal habe ich so Tage, da esse ich, habe ich eine Packung Toast und, Marmelade zum Beispiel. Oder ein Teller Marmelade, aber dann ist für das Beispiel auch besser. Dann ernähre ich mich halt den ganzen Tag von dieser Packung Toast. Und da habe ich ja bei einem Tag, ich glaube, eine Packung Toast hat ja irgendwie nur 600 Kalorien. Es ist trotzdem nicht gesund, aber 600 Kalorien plus die Marmelade, die jetzt ja nicht das Überding ist in Kalorien. Also da, deswegen sagte ich ja Nutella schlimmer, weil da wäre das, da wäre es natürlich dann wirklich fett. Und ihr müsst auch bedenken, dass ich Marmelade so esse. Also ein Glas, diese 400 Gramm Dinger reichen bei mir für 5 Packung Toast etwa. Also ich mache das da. Die Schicht Luft da drauf ist dünner. Na, na, alles klar, meine Freunde. Also, ich habe wirklich kaum Marmelade auf dem Brot. Immer gerade so, dass man es sieht. Genauso wie wenn ich zum Beispiel Nutella auf Roggenbrote oder irgendwie so. Die andere halt. Mache ich auch immer nur so eine Schicht. Eigentlich versuche ich bei allen Aufschnitten immer möglichst wenig zu machen, weil ich denke mir so, das ist auch immer geil, wenn die Wände hochklettern und du die nicht, also treffen schon, aber du machst denen halt einfach null Schaden, weil die unten so einen Titanpanzer haben. Nein, ich denke mir halt einfach, Aufschnitt auf Brot ist ja für den Geschmack und nicht, dass ich satt werde. Dafür ist das Brot zuständig. Alles klar! Es gibt ja Leute, die hauen sich dann irgendwie so Nutella so fingerdick drauf und zusätzlich Butter, weil wird man ja sonst nicht satt von, ne? Oh, wobei eh, ne? Leute, die Butter auf Nutella-Brote machen, also die können gehen. Das macht man einfach nicht. Was ist das denn? Alles klar.
Das ist sehr... Das Ding ist halt... Es ist extrem langsam. Dieses Viech. Jetzt ziehen wir ein paar Äpfel reinhauen. Ich habe mir Bananen diese Woche gekauft. Schöne, leckere Bananen. Fällt mir ein. Aber nee. So. Ich kann fast ohne Schaden, dass wenn ich diese Hide and Seek hier eigentlich mache. Weil die ist ja jetzt echt nicht kompetent. So. Ja, also diese Steuerung ist das der Hammer. Da freut man sich auch immer. Man freut sich auch immer, wenn man die komplette Gesundheit verliert und ja. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ja, nee, ist klar. Das regt einen auf, dass der nicht auf dem Nahrungsding bleiben kann, ey. Diese Stille zwischen den Kämpfen, ne? Oder ist das jetzt wie in diesem einen... Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Du, wenn du neu lädst, haben die Gesundheit wieder volle Gesundheit. Ich weiß nicht, wo das war. Irgendwo war das. Wenn man neu lädt, dann hatten die Gegner volle Gesundheit. Das war Gothic 3. Ja klar, das war Gothic 3. Nein, dann befürchte ich, dass das hier auch der Fall ist. Und wenn das so ist, dann nutze ich jetzt ein Cheat. Nein, das ist nicht so. Also diese Steuerung ist eine der beschissensten Sachen, die in diesem Spiel vorkommen. Neben so einer verfickten Dreckscheiße, Mann. Es reicht mir jetzt. Ganz ehrlich, da habe ich dann auch keinen Bock mehr. Ich spiele dieses Spiel, weil ich Spaß haben will und wenn das alles verbuggt ist, dann habe ich da keinen Spaß dran und dann ist mir das auch egal, ob ich mit oder ohne Cheat spiele. Ganz ehrlich, so habe ich einen größeren Spaß in dem Spiel. Guckt euch das an, allein in 90% der Fällen visiert er schon mal nicht den Gegner an. Und dann schlägt er gegen Luft. Drecksmensch. Meine Drecksscheißen, Fresse, ey. Ja, natürlich hat die nix dabei. Oh, was haben wir hier denn noch? Wie viele Eier hat die denn? So. Ich hoffe, das war's. Dieser Autofill, ne? Der riecht mich immer noch auf. In der Konsole. Das ist richtig ätzend.
Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass das gereicht hat. Ich meine, das kam mir halt schon so vor wie, ja, das ist das Ende. Also wenn ich was nach diesem Let's Play nicht vermissen werde, dann diese Steuerung. Das ist gut. Wer kam hier doch her? Hier da hinten. Schaffen wir auch so. Ah, ihr habt übrigens gut mitgearbeitet. Also ich bin, das ist gut. Habt ihr gut gemacht. Erwache. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Aber ich habe doch gar nicht gesagt, ob ich es zerstört habe. Der Schläfer, erwache. Lass mich vorbei. Erwache. Ja, und nun? Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Kor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Ja, bestimmt. Der Schläfer, erwache. Lass mich vorbei. Alte Schnauze. So. Jetzt hätte ich zwar gerne irgendwie ein Turbo, wie ich ins Lager zurück kann, weil ja, das Laufen zwischen den Lagern, das ist halt. Das wird jetzt den Rest der Folge ausmachen. Dass ich da ins Lager zurücklaufe. Alleine hier rauskommen, das geht nicht vor Minute 15 der Folge, sag ich dir. Ist überhaupt der Ausweg? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es hier rausgeht. Meine Fresse, Mann! Nein, das ist falsch. Wegen sowas hasse ich solche Spiele ohne vernünftiges Schnellreise oder ohne überhaupt Schnellreisesystem. Wer ist denn so dumm und entwickelt sowas eigentlich? So. Ich sag, das ist auch der falsche Weg. Da habe ich gerade null Bock drauf, diese Wix-Figuren. Ich will mich hier gerade einfach nur rauscheaten und ins Sumpflager rein. Ganz im Ernst, wer macht denn so eine Scheiße, dass man da, bitte nicht so. Hier, da hinten, ja, ist klar. So, sowas riecht einfach auf bei solchen Scheißsachen. Wirklich. Tab. Karte. Fertig. Skyrim macht's, dies Überspiel. Aber nein, da kommt Piranha bei. Oh, wir wollen ganz toll und einzigartig sein. Wir machen so eine Scheiße nicht. Ha! Ja, genau. Das passiert. Ich dachte, das wäre schon erstmal ab. So, irgendwo muss hier noch Ian sein. Ian. Ja. Sprich doch einfach. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier,
Nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Das waren sechs. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. So, weiter geht's. Und wieder hoch. So. Und dann hier lang. Und da hoch. So, und dann... Wir sind, guck mal, es ist über 15 Minuten, wir sind nicht mal aus dieser Scheißhöhle. Ganz im Ernst. Da brauchen wir doch nichts zu sagen, ne? Das ist doch unnötig. Vor allem, weil das sieht man halt tausendmal. Ja, das dann klar, dann sowas können sie dann in die GameStar schreiben, ja, wir haben 500.000 Stunden Spielzeit, auch wenn sie 499.000 Stunden laufen. Und der Rest ist Neuladen, weil man einen Bug hatte. Wäre schlecht. Über was anderes reden. Ob ich mit dem reden kann? Ja, dann eben nicht. Ich dachte, das wäre schon lange. Wir sind bald da, meine Damen und Herren. Wir befinden uns gerade auf einem Langstreckenlauf bis nach Sumpflager. Voraussichtliche Ankunftszeit ist der 31. Februar 2021. Am Zielort ist das Wetter ebenso beschissen wie hier. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterreise. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dann erzählen soll, weil auf diesen Wegen da. Also wenn ich sowas spielen werde, dann spiele ich Euro Truck Simulator, weißt du? Und nicht Gothic. Ja. Einmal gültig bis 30.06.2016. Bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro einlösbar im Warenkorb. Keine Barauszahlung möglich. Gutschein nicht mit weiteren Gutscheinen kombinierbar. Nee, nicht für Gedächtnisgutscheine und die Zalando Lounge. Was ist das? Lieferung geschenkt. Herzlich willkommen im Club. Und hier ist Ihr Mediamarkt Club. Willkommensgutschein. Ob Smart TV oder Waschmaschine. Wir schenken Ihnen Ihre erste Standardlieferung ein beim Kauf eines Großgerätes. Wünsche Ihnen viel Spaß am Club. Coupon im Markt nur einlösbar. Ja, stimmt, wo wir gerade hier sind. Kann schon sein. Ich halte mich da lieber raus. Was kann... Ne. So. Worauf... Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Mhm. Ciao. Ja, ich hab hier nicht sonst hier rumliegen. Wie warm ist es in meinem Raum? 31 Grad. Hm.
Klar, also man fällt 5 mm und der ist tot. Das ist wie, ich hab mal, ich hab mal früher in Counter-Strike 1.6, diesem fortschrittlichen Spiel, habe ich mal so ausgetestet, hat man so die Gravity umgestellt. Wenn du nicht bald mit mir redest, ne? Ja, ja, keine Panik. Weg mit der Waffe, weg! Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ich stell das Mikro. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da muss doch wohl was dran sein. Ich halte mich da lieber raus. Ich höre nicht mehr auf das. Ich halte mich da lieber raus. Immer wieder kann schon sein, aber wen interessiert das? Hey, ich habe schon gehört, was in der Mine geschehen ist. Gute Arbeit. Damit hast du dir deine Aufnahme zu den Templern verdient. Sprich doch mal mit Kor Angar.
schon sein. Das ist gut. Ja, also ich finde, das ist auch gezeugt von einem qualitativ hochwertigen Spiel, wenn du von 25 Minuten etwa 20 mit Reisen verbringst. Das zeugt von einem guten, hochqualitativen Flugsimulator, das stimmt, wo man das macht. Aber nicht von einem Rollenspiel. Ich glaube krass. Da verlässt einem auch halt so komplette Lust. Und hoch. Kugel gleich noch alles klein. Ja, das kann ich. Scheißige Tricks. Krise. Huh. Was willst du? Du dich ficken, die kleine Missgeburt, Mann! Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Mana, Erz, ein Heilmittel, eine Waffe, eine Rune? Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Ich dachte mir, das könnte das Sinnvollste sein. Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut, mach dich anderweitig nützlich. Aha. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Aha. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich... Boah, du kleine Missgeburt. Ganz im Ernst. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein. Es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Mhm. Wo ist der? Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Aha. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Mhm. Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Aha. Wir sehen uns. Möge der... Ja, geh dich ficken. So... Ich gehe übrigens in dieser Folge noch zu Kornga.
Sonst ist gar nichts in dieser Folge einfach passiert. Wenn ich das nicht auch noch mache und da, keine Ahnung, Rüstung, Waffe, eine Atombombe oder so kriegen. Ich will vorher schlafen, das ist mir jetzt zu dunkel. Nächsten Morgen schlafen. So, hier hoch. Ich hab schon die absolute Vorfreude. Gib mir eine Waffe. Erwache. Wie werde ich nicht... Erwache. Ich möchte Templer werden. Du bist noch nicht bereit. Wenn du erfahrener geworden bist, werde ich dich aufnehmen. Hör zu, du kleine Missgeburt. Ich habe für euch alles gemacht. Du kleine... Sperma-Tropfen hast gar nichts an deinem verfickten Leben zustande bekommen. Also verschwinde, ich brauche kein Templer zu werden.